Mit mehr als 40 Filmen gehört Woody Allen zu den erfolgreichsten Regisseuren unserer Zeit. Ein Prozess, der ihm nicht leicht fällt. Wie er gerne erklärt, sei er kein umgänglicher Mensch. Beispielsweise bei seinen kurz gehaltenen Castings. So when I interview actors for a job, I keep it down to an almost surreal minimum. You know, they come in and I say to them, I'm doing a film in the summer or in the fall, and my casting director, Julia Taylor, thought you might be right for one of these parts, and I just wanted to meet you and say hello. You know, don't sit down. And im Dezember 1935, als Allen Konigsberg im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren, übernahm der Jazzfan seinen Namen vom Klarinettisten Woody Herman. Als Drehbuchschreiber und Darsteller in Komödien zeigte Woody Allen sein wahres Talent. In den 50er Jahren schrieb er Texte für TV-Stars wie Sid Caesar und Ed Sullivan. Sein Stil, der selbstironische Witz, entwickelte sich schon lange, bevor er zum Film kam. Seine frühen Filme waren die Slapstick-Komödien Bananas 1971 und im Jahr darauf, was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. 1977 änderte sich sein Humor, wurde mit Der Stadtneurotiker anspruchsvoller. Der Film gewann 4 Oscars, auch für die Hauptdarstellerin Diane Keaton. Im Gegensatz zu vielen Regisseuren seiner Generation wurde er wenig von den Marx Brothers oder Lenny Bruce beeinflusst. Zu seinen Vorbildern gehörten eher Regisseure wie Bergman und Fellini. Woody Allen veröffentlicht mit verlässlicher Regelmäßigkeit neue Filme. Gedreht wird bevorzugt in der geliebten Heimatstadt New York. Selbst als sein Privatleben 1992 aus den Fugen geriet und weltweit Schlagzeilen machte, blieb diese Beständigkeit erhalten. Seine 12 Jahre andauernde Beziehung mit Maya Farrow endete, nachdem sie Nacktfotos der damals 22-jährigen gemeinsamen Adoptivtochter Sun Yi bei ihm gefunden hatte. 1997 heiratete Woody Allen Sun Yi und adoptierte mit ihr 2 Töchter. Obwohl viele Probleme mit seinem Privatleben haben, werden seine Filme regelmäßig gelobt und wurden insgesamt für 21 Oscars nominiert. Der Erfolg an den Kinokassen ist weniger verlässlich. Der stoische Regisseur verarbeitet auch eigene Erfahrungen in seinen Filmen. In Stardust Memories wird dem Hauptcharakter, einem Regisseur, von einer Gruppe Außerirdischer versichert, sie würden seine Filme mögen. Besonders die frühen, die lustigen. Trotz seines Alters sah Woody bisher noch keinen Anlass, sich zur Ruhe zu setzen. Er gibt an, um des Schreibens willen an Drehbüchern zu arbeiten. It's not work for me. I mean, if I was retired, I would get up in the morning and write, because I like to write. So, you know, it's not that I'm working repairing sinks or television sets or something, and I want to finally say enough is enough. I like writing, and I'm getting paid to play baseball or something.